Moin liebe Freunde und willkommen hier zu einer neuen Aufnahme mit dem Juten Romiat hier in Infestation. Ja, ich werde wahrscheinlich diese Folge hier als die 200. Special-Folge raushauen. Es ist die Folge nach dem Livestream, nach meinem ersten Livestream, anfangs mit vielen, vielen Problemen nachher. Aber doch recht gut gelaufen, was das Ganze angeht. Und vielen Dank an die ganzen Viewer, die mir praktisch da ein gutes Feedback zugegeben haben, auch massig gute Unterstützung gewesen sind. Ich will einfach mal ein bisschen reden darüber. Also ich bin jetzt hier mit meinem zweiten Account online, deswegen einfach nicht wundern, warum ich hier eigentlich nichts habe und warum der Charakter auf einmal weiblich ist. Wir sind nach dem Livestream kurz PvP machen gewesen und das Haus, was ihr hier vor mir seht, ist so der Hauptgrund gewesen, warum dieser Charakter mal wieder gefreckt ist. Und ja, wir sind gespawnt, haben uns hier praktisch erstmal durchgekämpft und ich habe immer wieder da oben links im Fenster einen Schatten gesehen, ganz komisch. Und ja, dann sind wir praktisch von dem Haus da hinten hier rüber geschlichen. Und ja, ich habe einfach mal, wie sagt man so gut oder so schön auf Deutsch, ich habe einfach mal Eier gezeigt und bin vorgerannt. Und ja, schwerster Fehler ever, ganz ehrlich, das war so übel. Hab dann auch direkt ein Handy kassiert. Also wirklich direkt tierisch aufs Maul bekommen. Ja, und was mich jetzt noch mehr stutzig macht, ist, ich habe hier keine Schlagwaffe. Hoffe jetzt einfach, dass wir hier eine finden, schnellstmöglich. Ja, also es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja, es bedarf noch mehrere Feineinstellungen, was das Ganze angeht. Und es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Es hat so einen Heidenspaß gemacht, dass da auf jeden Fall nach Wiederholung geschrien wird. Sehr, sehr geil. So, jetzt haben wir hier schon ein paar Waffen. Das passt, weil ich eh vorhabe, mal ein bisschen rumzuballern. So. Bisschen den Weg frei machen. Wir brauchen ja EEP, was das hier angeht. Und da wir auch eine Schlagwaffe brauchen, bin ich ja gar nicht so abgeneigt. Einiges an Kohle fallen lassen hier, die guten Freunde. So. Ja, jetzt ist hier Highlight. Der kommt noch, der auch. Ja, wir haben vorher auf jeden Fall festgestellt, wir haben eine riesen Runde gemacht im Livestream. Und es gibt die Screamer-Zombies, aber frag nicht das Sonnenschein. Wir sind wirklich nach Nord gegangen. Da haben sie das erste Mal gehört und sind weiter umhergeeiert. Da kommt der gute Mann. So, war es das jetzt erstmal? Ich hoffe, euch wird es erstmal eine Schlagwaffe finden. Ja, und dann sind wir praktisch weiter umhergeschritten, sind in Echoes Compound mal gegangen und da sind sie das zweite Mal aufgetaucht. Alter Schwede, hab ich mir in die Hosen gekackt, was das Ganze angeht. Und jetzt auf jeden Fall mal ein Big Fat Thanks für alle, die dabei gewesen sind. An erster Stelle natürlich den Yaldir, der treue Begleiter an der Seite. Dann natürlich den Vincent, der mittlerweile auch ein Stück der Community geworden ist und ja, ein ganz großes Special Thanks, lieber Parkutan, an deiner Stelle oder für dich, für deine Hilfe, auch wenn es leider nicht lang gewesen ist, aber wie sagt man so schön, heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Na, so hoffe ich auch, dass du wieder auftauchen wirst und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. Ich hoffe da auf viel mehr Projekte und ich hoffe da auch, dass wir da noch einiges an Aufnahmen zusammenbekommen gemeinsam. Weil du bist ein ganz netter. Es macht Spaß, euch bei euren Let's Play-Projekten zuzuschauen. Und ebenso macht es auch Spaß, dass wir uns gegenseitig so ein fettes Feedback geben. Und das ist das Nonplusultra der Let's Player Gemeinde im Allgemeinen. Schon sehr, sehr geil, was da
momentan so ins Rollen kommt. Und ihr macht euch ja auch immer besser. Ihr werdet viel lockerer in den Gesprächen, viel, viel lockerer im allgemeinen Umgang mit den Leuten, mit den Let's Plays. Und wie gesagt, da hoffe ich noch auf viel, 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 viel weitere Projekte. Ja, und ihr hört schon wieder, ich habe mal wieder vergessen, E-Mail-Browser auszumachen. Ich habe gerade eben noch dran gedacht und ja, dann ist es wieder soweit gewesen. Romiat, der vergessliche E-Mail-Browser-Abschalter. So. Ja, Livestream, wie gesagt, soweit funktioniert. Anfänglich ein paar, viele Schwierigkeiten, die richtigen Einstellungen zu finden. Muss ein paar Mal neu starten. Ein paar Mal machen und tun. So, jetzt nehme ich ja hier den Cricket-Schläger. Oh, den nehme ich mal in das Fach rein. Ich erst eine Schlagwaffe habe. Da kommt die Alte rein. ...15 EP immer noch. Sehr gut. Verbände nehme ich auch mit. Ja, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Skillung, ein bisschen Lootgang, weil hier der zweite Account, der hat so gut wie gar nichts und der muss fitter werden, was das Ganze ja, PvP-Geschehen angeht, sag ich mal. Also, das war schon ganz nice, aber der muss mehr aushalten. Muss mehr Sachen ins Global gescheffelt haben. Und. Ja, da werden wir jetzt einfach mal gucken. Wir hier ein bisschen rumballern gleich. Respawn ist auf jeden Fall super, super fix. Hier auf dem Server. Version 2. Jetzt auch nochmal offscreen. Ganz im Ruhigen. So, und was ich finde, was wir auf jeden Fall erstmal nicht brauchen, sind hier diese Items zum Craften. Egal, was jetzt andere dazu sagen, ich brauche sie momentan noch nicht. Droppen hier auch wie Sand am Meer. Es kommt hier eine E-Mail nach der anderen. Zum einen, weil ich gerade nebenher wieder hochlade, wir kennen es ja. Und zum anderen, denke ich mal, weil ich jetzt viele, viele Antworten bekomme. Auf verschiedene Videos. Und deswegen schon mal dicke Sorry wieder für die Geräusche im Hintergrund. Wird gleich mal kurz nebenher auf Sandy gucken, was ich ja gerne mal mache. Und ja, wie gesagt, 200 Folgen Infestation. Und somit auch gleich über 150 Abonnenten erreicht. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Bleibt also nur das Special, was ich hier noch auf den Kanal stellen muss. Also sprich, ich nehme hier gerade Special sowohl für die 200. Folge Infestation auf, wie auch 150 Abonnenten. Und hoffe, dass es stetig weiter wachsen wird. Den habe ich getroffen. Boah, hier bin ich ganz froh, dass die nicht richtig anfangen zu rennen. Wie ich das vorhin in Norad und so weiter hatte. Alter Schwede, die sind ja nur gerannt. Aber wirklich nur gerannt. War so übel. Ja, und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht Livestream und Aufnahme in einem geklappt haben. Was ich mir eigentlich so gedacht hatte. Aber nun gut. Man kann nicht alles haben. Da kommt die Uschi. So, nächstes Magazin. The next one, please. Ja, ebenso heute auch noch großes Special gewesen. Die California Map wurde vorgestellt. Und viele sagten schon, hey, da gibt's Autos, da gibt's dies, da gibt's das. Ja, das wird's hier bald auch geben. Das haben sie schon angekündigt. So, was mich gerade ein bisschen abfuckt, sind hier die schnellen Respawns teilweise. So. Wird es hier auf der Map auch noch geben. Und wer jetzt sagt, du laberst nur Müll oder sonstiges, dann schaut euch mal die ganzen Ankündigungen der Entwickler an. Das haben sie nämlich getan, haben sie gesagt. Und auch versprochen, dass dies auf jeden Fall noch dieses Jahr live auf den Server kommt. Auf den Testserver. Aber auch vielleicht, wenn sie es noch schaffen, live hier ins Game.
Bleibt abzuwarten. Nagelstreifen, ja. Das Problem ist, ich würde es doch gern mitnehmen. Essen wir erstmal. Wir machen uns gleich das Inventar frei, indem wir die M16 dann wegschmeißen. 15 Schuss haben wir noch. 15 Mal heißt es hier gewaltvoll auf Zombies zu ballern. So, mal gucken, wo noch wer aufsteht. Nirgends. Das ist ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Siehst du, das ist auch schon wieder ein Zombie. Alter Schwede. Also wie gesagt, Respawn ist hier ganz, ganz intensiv. Ah, jetzt. Heute, wo ich die Aufnahme starte hier. Ich weiß nicht, ob ich die Folge jetzt morgen noch raushaue oder sonstiges. Wenn diese Aufnahme draußen ist, dann habe ich meine neue Grafikkarte. Zwar nicht die High-End, hast du sie nicht gesehen von Nvidia, aber doch eine, die im Test sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Und für mich als Let's Player war eigentlich nur wichtig, zuzusehen, dass. Oh, ich wollte gerade sagen, was war das jetzt? Ich eine Grafikkarte bekommen, die das Rendern mitmacht, die aber auch zugleich sehr, sehr gut von der Grafikleistung auch noch ist. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht das High-End-Modell. Ich habe mir GeForce GTX 660 gekauft. Die mit den 2 GB Videospeicher. Und ja, ich denke, dass das eine gute Wahl gewesen ist. Wenn der etwas anderes sagt und sagt, der hätte doch für die paar Euros mehr, bla bla, hätte ich nur das holen können. Das wird irgendwann kommen, wenn man meine finanziellen Mittel wieder stimmen. Und das tun sie momentan nicht. Ich war froh, jetzt vom Real-Life-Arbeitgeber doch mein 13. Monatsgehalt bekommen zu haben. Und mir dann doch mal diesen Luxus gönnen zu können. In dem Fall halt diese Grafikkarte, wie gesagt, sehr, sehr wichtig für mich. Viel, viel Leistung für, ja, ich sag mal, wenig Geld in Anführungszeichen, weil 200 Ocken hat das Ding doch schon gekostet. Ja, und ich habe mir eine Grenze von 200 Euro erstmal gesetzt. Und ja, morgen kommt sie. Ne? Also die wird dann schon da sein, wenn die Aufnahme hier läuft. So. Auf der einen Seite ist es gut, dass sie so schnell der Zombie respawn ist, auf der anderen Seite nicht. Ich will auf jeden Fall mal zu den Straßen sperren. Für mich ganz wichtig, weil da haben wir doch einiges an Waffen rausgezogen gehabt. Jetzt komme ich wieder hier nicht hoch. Bin ich wieder zu schwer oder was? So, geht doch. Bam. Bam. Mann. Geht doch. Die alte ist auch stehen geblieben. Die ich auch nicht treffe. Super. Geht doch. So, gleich sind die M16. Ach, wir sind sie jetzt schon los. Sehr gut. So, dann können wir uns mal hier um die kümmern. Na, haben jetzt ja einiges am Magazin mitgenommen. Oh, ist das niedlich. Es geht mir nicht um die Niedlichkeit, es geht mir darum, dass die hier Schaden macht. Und das brauche ich momentan sehr. Die habe ich eben hier getroppt. Die Moni hat die gerade fallen lassen, 46 Dollar. Reparieren können wir also nachher auch, wobei Moni, da scheitert es gar nicht so großartig dran. Weil Moni haben wir eigentlich genug. So, jetzt wird's lustig. Oh, fuck. Verreck, du Vieh. So.
zwei Magazine noch, die Money hier einsammeln. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einer der Straßensperren da hinten. Gehen dann nachher hier irgendwo zur Safe Zone. Ganz wichtig, eine Safe Zone zu bekommen, weil ich dann mein Global auf jeden Fall mal ausladen muss. Und dazu brauche ich halt eine Safe Zone. Ist einfach so. Mal gucken, ob hier im kleinen Trader jetzt mal was ist. Vorhin das Pech gehabt. Ne, ist nichts. Ja, da musste ich so lachen, wie gesagt, wie wir vorhin PvP gemacht haben. Alle haben nachgeschrien im Livestream halt, ey, wie sieht's aus, komm noch PvP, bla und hops, das war. Ich habe mich den gebeugt, wie gesagt, Problem ist aber, der Charakter hier braucht noch Skill. Der ist null geskillt, braucht bessere Ausrüstung, wir brauchen mehr Schlagwaffen, wir brauchen mehr Waffen im Allgemeinen und ja, schauen wir da einfach mal. Ja, und durch das, wie gesagt, das vorhin so gut geklappt hat, wird das nicht das erste und das letzte Mal gewesen sein. Wird noch ein bisschen Feintuning benötigen, aber es hat geklappt. Das ist die Hauptsache, es hat geklappt. Ursprünglich hatte ich vor, aufzunehmen und ja, das ging leider auch nicht, weil beides zugleich, streamen und aufnehmen hier bei Infestation, so eine Sache ist. Vielleicht geht's mit der neuen Grafikkarte, müsste ich ausprobieren. Mit der alten ging es halt nicht, also mit der, die ich jetzt noch drin habe. Wie sich das anhört, mit der alten ging es nicht. Na, auf jeden Fall, ja, müsste ich ausprobieren, ob es beim nächsten Mal vielleicht besser klappt. Weil das wäre natürlich genial. Livestream und Aufnahme, zwei Fliegen mit einer Klappe, wie auch immer. Und gut ist, ja, ist wieder 2 Uhr morgens, also nicht wundern, wenn ich da so ein bisschen am Rad drehe und bin ein bisschen noch auf Energy Drink, müsste eigentlich wieder für aufstehen, bin immer noch krank, habe jetzt die ganze Woche mit Fieber und so Co. flach gelegen und jetzt vielleicht auch ein bisschen noch an meiner Stimme, die ein bisschen angegriffen ist, ich bin immer noch ein bisschen heiser, räusper mich auch ziemlich oft, das will ich auch zum entschuldigen Sie, was, die wollen EMP, nein, Entschuldigung, ha, geht doch. Ja, und da mir jetzt, wie gesagt, das vorne das Special noch fehlt, brauchte ich jetzt Aufnahmen. Ja, wie ich das Ganze gestalte, weiß ich noch nicht, ob ich das jetzt in einer Folge, sage ich mal, länger durchziehe, eine Stunde lang, weil mir eigentlich auch die Infestation-Folgen ausgegangen sind, oder whatever. Ja, ich werde auf jeden Fall auf der Hauptseite, jetzt könnte ich eigentlich mal kurz, wo ich hier gerade bin, das 200er Special-Video und das 150 Dank-Abonnenten-Video in einem fassen. Wie gesagt, habt ihr jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ne? Ja, mit Parkutan, ich hoffe, es hat dir trotz des ganzen Hackmacks und Co. Doch ein bisschen gefallen. Ich habe, wie gesagt, eigentlich einen Tag zuvor ausprobiert, gemacht, getan, alles hat funktioniert. Und wie sollte es auch anders sein, ne? Wenn es denn drauf ankommt, dass alles funktionieren sollte, streikt die Technik. Also ich wollte ganz normal streamen und was ist passiert? Genau, nichts ist passiert. Ich hatte schwarzes Bild, bis mir dann einer der Leute, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, den Tipp gegeben hat, ich soll doch mal im Fenstermodus aktivieren. Und ja, auf einmal klappte es. Warum es im Fenstermodus ging oder in anderen Games und im Vollbildmodus nicht, ich habe keine Ahnung. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil wie gesagt, ich bin froh, dass es geklappt hat und da gucken wir einfach mal, wie das in Zukunft laufen wird. Open Broadcaster war so meine Endentscheidung gewesen. Vielleicht beim nächsten Mal wieder die Software von Twitch selber. Mal schauen, welche einen da empfohlen wird. Und ja, mal ausprobieren. Also man muss ausprobieren, um an das gewünschte Ziel zu kommen, weil sonst steckst du ewig in dieser Schleife fest und ja, ist nicht Sinn der Sache. Deswegen, ja, sorry für das, was da einigermaßen schiefgelaufen ist und nochmal danke, dass ihr trotzdem so eine Ausdauer hattet, mich zu ertragen
Und das Ganze können wir auf jeden Fall noch steigern. Und das Ganze wollen wir natürlich auch noch steigern. Und das machen wir auch. Ist versprochen. In nächster Zeit. Wie gesagt, es war nicht der letzte. Und wird es auch niemals sein. So. Hau weg den Müll hier. Muss ich nur gucken, dass ich irgendwo hier auf den Wagen drauf komme. Wie habe ich denn das vorhin gemacht? Bin irgendwie hier so gesprungen. Scheibenkleister. Das hat geklappt. Sehr gut. Verbände, ganz wichtig. Jetzt ballern wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen. Der Money fallen lassen? Nee. Hier lag vorhin eine Waffe. Jetzt liegt hier keine. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. Dann ballern wir uns mal den da frei. Soweit das geht, soweit ich das hinbekomme. Gut, es hat geklappt. Komme ich noch da hinten hin? Jawohl. Sehr gut. Na, so kann man auch das Zielen ein bisschen üben. Doch nicht. Den haben wir ohne Probleme getroffen. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen absacken, absackern, wie auch immer. Ja, hier sind wir vorhin auch im Livestream gewesen. Ich höre irgendwo noch einen Zombie. Auch da vorne, okay. Vorhin eigentlich gut abgesahnt, was die Straßensperre angeht. Jetzt liegen hier nur ein paar Chemnites, ist schon ein bisschen traurig. Money fallen lassen. Ja, und ziemlich oft Money droppen die hier auf der Karte. Was mir aufgefallen ist. Super, super oft. Leuchtpistole brauche ich nicht. Ich meine, da will ich mich nicht beklagen. Ich bin dankbar sogar. Oh. Einer noch. Ich hoffe, das war's dann. So, ja, sieht gut aus. Ich hoffe, dass wir jetzt hier dann in Ruhe looten können. So, was mir jetzt gerade auffällt, das läuft hier auch immer noch ziemlich unflüssig und ja, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt vom Server her ist oder was weiß ich nicht was. Ist irgendwo trotzdem noch ein Zombie oder ist schon wieder Respawn? Ja, teilweise Respawn, wie es aussieht, wa? Sonst eine Barrikade könnten wir gut gebrauchen, aber ich bin voll. Puh. Keine Waffe, sehr, sehr traurig. Aber die Waffe können wir droppen. Wie viel Schuss hat die noch? 7 Kugeln. 19 Kugeln. Kann ich hier wenigstens... Ja, Einzelschuss einstellen. Sehr gut. Ja, krass. Da auch schon wieder respawnen. Und da auch schon wieder respawnen. Alter Schwede, wie schnell das hier geht. Müssen wir doch mal gucken, ob wir da hinten noch zur Straßensperre kommen. Also so der Standard-Run im, ja, wie soll ich dazu sagen, Langzeitlauf geschehen. Also zieht sich doch sehr, 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 sehr weit auseinander das Ganze. Wir haben viel, viel gesehen, viel, viel hat sich geändert. Lustig fand ich, wie dann der Yannick nachher meinte, so von wegen, geh mal nach, Nord Militärbase und ja, ihr werdet sterben, Verrat, aber nichts und blauen Hauptsache, wir gehen da rein. Ich sag, was bekomme ich denn, wenn die sterben? Ja, dies und das und blauen Hauptsache. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Da waren zwar die ersten Screamer-Zombies und ich habe wirklich jedes
oder jede Hürde ausgenutzt, wo man hoch hinaus konnte, zum ersten Mal Zombies anlocken und kaputt ballern. Also das muss man wirklich machen bei den Screamern hier. Egal, was da gesagt wird, egal, was die anderen Vorschläge sind. Ja, unser nächstes Ziel wäre eventuell mal Boulder City. Da wollen wir auch mal reinschauen. Da wurde gesagt, vom Parkutan, glaube ich, war das, dass dort ziemlich viele Zombies sein sollen. Und wäre halt interessant zu wissen, wo könnte man ein gutes Skillen, wo könnte man das ausnutzen, so hohe Fahrzeuge, hohe Barrikaden auszunutzen, Zombies anzulocken, wie im guten alten Tunnel der Version 1. Wollen wir einfach mal gucken. Genauso wie Clearview. Clearview soll auch ziemlich hoch von der Zombie-Rate geworden sein. Ja, werden wir alles noch durchgehen. Ich denke mir jetzt die nächsten Tage auch mit Aufnahme, damit ihr auch was vom Geschehen habt. Und ja, wie gesagt, tut mir leid für den E-Mail-Browser, aber nur gut. Mit Aufnahme, genau, da war ich stehen geblieben, damit ihr auch was von habt. Und was das Thema PvP angeht, auch wenn viele danach schreien, ich werde mal gucken, wie ich das handhaben werde, was PvP angeht. Weil ich bin immer noch ein PvP-Noob und auch wenn ich vorhin Eier gezeigt habe, werde ich erstmal schauen, dass ich den Charakter hier dann auch teilweise hochgeskillt bekomme, um da ein bisschen was reißen zu können zumindest. So, stirb du Luder. Jetzt stehen die Zombies natürlich super bescheiden. Oh, kann man aber gut mitballern. Die ist nicht verkehrt. Zwar laut wie Honku Monku, aber... Oh. Aber nun gut. Boah, ziemlich genau. Darf ich gar nicht zu hoch zielen. Oh. Habt ihr gesehen? Der ist genau hier vorne aufgeploppt. Was soll denn das? Was ist denn das für ein neues Spawn-System hier, ey? Alter Schwede. Das geht mal gar nicht klar. Na, komm her. Müssen wir gucken, dass wir größtenteils aufräumen, weil die Zombies von der Witterung doch sehr, sehr aggressiv sind. Money immer mitnehmen. Stirb. Was wir auch festgestellt haben, die Taktik, da auf die Krankenwagen zu gehen, funktioniert nur noch teilweise. Also es gibt Krankenwagen, wo die wilden Herrschaften drauf können und es gibt Krankenwagen, wo immer noch das gleiche von der Taktik her klappt wie bisher. Sehr gut, komm her. Aber sie haben wenigstens die Zombies so hingezogen, dass sie wirklich funktionieren. Und nicht so, wie man das so auf den ersten Versuchen der Version 2 gesehen hat. Na komm her. Fall bloß schnell um. So schnell wie hier der Respawn ist, alter Schwede. High-End-Loot. Ich fass es nicht. Ich kann mich hier vor High-End-Sachen kaum retten. Boah, mir hängt ein Nieser in der Nase. Schon mal sorry, wenn es gleich laut werden sollte. Ja.
Das Geile war vorhin halt gewesen, dass du im Livestream die ganze Zeit umhergeeiert bist und irgendwann zurück in die Safe-Zone kommst und feststellst, boah, Alter, du hast 10.000 EP gemacht. Ja, schon nicht schlecht, was das Ganze angeht. So ist praktisch der Charakter, mit dem ich da unterwegs war, also von meinem Main-Account, auch schon fast so weit, wie ich ihn haben wollte. Ja, da hinten geht's zur eigentlichen Ex-Tunnel-Sache, da würde ich jetzt aber ungern hingehen. Ja, ich weiß, da gibt's auch ab und zu gute Sachen, aber wir halten uns jetzt mal zur anderen Richtung wieder. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht Glück haben, hier eine Straße sperren, weil der Loot-Redrop ist auch ziemlich fix, wie wir feststellen durften, genauso fix wie der Zombie-Respawn. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wichtig auf jeden Fall jetzt immer mal zwischendurch noch futtern und süffeln. Ja, immer noch Fairfight Band. Oh, alter Schwede, was hier abgeht, was hier abgeht. Ja. Echt Wahnsinn manchmal. Außerdem muss ich hier auf jeden Fall noch hochskillen, dass ich mehr tragen kann, also der Gewichtsskill. Und dass ich per Melee-Waffe doch mehr Schaden mache. Ja, sonst wird das Ganze hier überhaupt nichts werden. Muss ich mal gucken, dass ich vielleicht da hinten auf die Blöcke komme. Das funktioniert. Hier nur aufpassen, dass keiner aufsteht. Oh, jetzt habe ich da zwei Zombies. Komm her. Na, komm her. Schön mit dem Paddel über die Fresse drüber. Leuchtpistole, nein, die wollte ich nicht. Wollte ich vorhin schon nicht. Money. Gucken wir mal noch, dass wir hier die. Liegt da noch Kohle? Lag da gerade Kohle? Nee, sah nur so aus. Gar nicht, habe ich vorhin überhaupt auf den Panzer geguckt? Bin mir gar nicht mehr sicher. Oh. Fuck. Fuck, ich glaube, das wird erstmal gar nichts hier. Es wird laut. Alles gut? Alles gut? Alles gut. 5 Schuss noch. Gucken wir mal, dass wir da auf den Panzer kommen. Irgendwie. Ach, scheißen Dreck. Aber da liegt nichts oben, ne? Ne. Gucken wir mal, dass wir den noch mitnehmen hier. Mal hier kurz am Wagen gucken, am Wagen anhalten. Ne, sieht nicht danach aus. Ist auch down. So, dann machen wir uns mal wieder auf nach Hockeyfort. Ja, hoffen wir mal, dass wir da noch ein, zwei Waffen finden. Dann Richtung Safe Zone eiern. Wir müssen auf jeden Fall reparieren. Und
Ja, mal schauen. Also wie gesagt, das hier ist ein kleines Danke an euch. Ein bisschen wäre so ein Zwei-Feeling, was aber die nächsten Tage noch ein bisschen extremer sein wird. Ja, genauso wie Community-Event werde ich jetzt auch die nächsten Tage ankündigen. Community-Event, sprich, da für euch diesen Server holen, wo ihr dann praktisch drauf könntet. Voraussetzung ist, spendet bitte für diesen Server, dass der im Laufen bleibt. Weil viele haben mich gefragt, ob ich einen eigenen Server habe, wo man mal drauf gehen könnte zum Looten, bla, dies und das. Ja, wie gesagt, ich stelle ihn euch und was ihr daraus macht, ist dann eure Sache. Wie gesagt, geht respektvoll miteinander um. Ansonsten sage ich euch, werde ich ganz ohne Respekt die Leute, die da Scheiße gebaut haben, erstmal schön vom Server kicken. Und den Server dann auch wieder stilllegen, beziehungsweise Passwort-Change machen, sodass nur die Leute, die ich mir dann angucke, erstmal da drauf gehen können. Also das ist meine Voraussetzung, ne? Dass ihr zum einen dafür sorgt, dass er am Laufen bleibt und zum anderen respektvoll miteinander umgeht. Wenn ihr PvP machen wollt, dann macht es auf öffentlichen Servern. Oder halt mit den Leuten, wo ihr euch absprecht auf dem Server. Aber ballert nicht wild drauf los. Das mag ich überhaupt nicht. Weil viele Leute wollen auch einfach nur mal die Karte kennenlernen und einfach mal ein bisschen Ruhe beim Looten haben. Und ja, das ist der Grund, warum ich diesen Server halt stelle. Werde da ein Community-Event machen, wo ich gemeinsam mit euch dann hier unterwegs bin und vielleicht auch mal auf den öffentlichen Server gehe, um mit euch gemeinsam PvP zu machen. Und dann bleibt dieser Server bestehen. Ja, genauso wie habe ich mir vorgestellt, auch weiter in Zukunft noch andere Projekte da zu starten, eine Art Schnitzeljagd, solche Sachen halt. Ich lasse mal immer wieder was Neues einfallen, schauen wir mal, was daraus wird und ja, was wir da gemeinsam draus machen. Ne, das ist so mein kleines Dankeschön an euch. Und wenn die Projekte weiterhin so gut laufen, wie sie es momentan tun, dann werde ich mir noch für die Zukunft weitere Sachen ausdenken, was auch andere Spiele betreffen. Und ja, sollte es mal wirklich so kommen, dass man sich auch Partner angelt, was die Let's Plays angeht, dann werden auch mal Gewinnspiele irgendwann stattfinden. Gewinnspiele ist ja immer so eine verschriene Sache. Oder auch eine teure Angelegenheit. Und ja, schauen wir einfach mal. Finde es aber gut, dass es bei euch soweit eigentlich gut ankommt. Und ja, bin auch froh, dass ich euch teilweise, so habe ich vorhin auch im Livestream gemerkt, ihr hattet Fragen, was hier die Ausstattung von PCs betrifft, wie man da verschiedene Probleme vorbeugen kann, wie man verschiedene Probleme beseitigen kann. Und soweit ich es kann, werde ich euch da auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und hoffen, dass ich euch da irgendwie weiterhelfen konnte. Und ja, macht einfach weiter so wie bisher. Also wie gesagt, das läuft ganz gut hier alles. Auch mit euch als Community und fettes Dankeschön an euch. Und ja, ich hoffe, dass wir weiterhin so gut zusammenarbeiten werden und da noch einiges mehr auf die Beine stellen. So, Mr. Zombie, komm mal her. Geht doch. Das Haus hier vorne lasse ich meist aus, weil. Was war das denn jetzt? Weil da eh nie was dabei ist. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ist keiner auf dem Server? Hat sich gerade angehört, als hätte da jemand geballert oder so. Schon leichte Paras, wa? Yeah, Money Drop. Ja, wie gesagt, das hier ist das PvP-Haus.
sich oben auch gut verschanzen kann. Also gehen die Leute meist hin, barrikadieren ihr Fenster mit Sperren und Co. Und hier oben hängen sie meist drinnen. Und warten dann praktisch, dass die Leute hochkommen. Besten wäre es natürlich eine Granate reinpfeffern und gut ist. Aber da erstmal Granaten finden, ne? Kurz hier auf den Wagen drauf. Packen wir mal die dicke Wumme aus. Da liegt irgendwas auf dem Wagen. Kriege ich die? Oh, Alter, ich hab's bekommen. Kriege ich den? Yeah. Den weiß ich nicht. Jawohl. Guck mal, was hier drauf liegt. Was? Die spawnt oder was? Da ist was drauf gewesen, ihr habt es genauso gesehen. Komm, gib's zu. Na komm, holen wir uns den mal. Bevor er anfängt, da wie eine Sirene zu schreien, habe ich mich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Wie ich schon sagte, teilweise ist der Redrop denn hier schon wieder ganz arg und teilweise kannst du hier durchrennen und findest gar nichts. Da, genau vor der Nase despawned. Habt ihr das gesehen? Genau vor der Nase. Alter Schwede, da krieg ich das Kotzen, ne? Zombies ploppen vor der Nase auf, Sachen despawnen vor der Nase. Super, toll. Nice, klasse. Ich freue mich riesig. Boah, alter Schwede, echt. Drin ist auch was, ich hab's gesehen. Holen wir uns erstmal den Zombie. Okay, kipp um, genau. Brecheisen, ganz wichtig. Schießpulver brauchen wir nicht, haben wir ja gesagt. Crafting-Materialien nicht, dafür Schlagwaffen aber umso mehr. Verbände sowieso. Der kommt jetzt rein. Keine Schematik, kein Bedarf. Kann man dann später immer noch gucken. Hier ist teilweise Respawn. Gucken wir nochmal hier am Krankenwagen gerade. Nö, ist weg. Ist weg, ist doch echt zum Kotzen, das Ganze, echt. So ein Despawn vor der Nase, ey, boah. Das mag ich ja gar nicht. Warte mal hier, Energy Drink kann ich hier nehmen. Kann ich nehmen, sehr gut. Flasche Wasser kann ich wahrscheinlich auch nehmen. Müsli-Riegel auch. Instant Haferbrei auch. Mini-Saints? Jawoll! Saft glaube ich auch, ja. Ja. Wieder Wasser, sehr gut. So füllen sich unsere Nahrungsvorräte. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Also seht, Rocky Ford nach wie vor. Sollte es ein Anlaufpunkt für euch sein, um Nahrungsmittel aufzustocken. Sind wir eigentlich vorhin im Post Office gewesen? Ich weiß es gar nicht. Komm mal her. Kipp um, ich wollte schon sagen. So, was haben wir hier? Dosen Thunfisch. Kann ich nicht mitnehmen. Dafür aber Mini-Saints. Besen kann ich auch nicht mitnehmen. Will ich auch gar nicht mitnehmen. Energy Drink. Schokoriegel. Kann ich auch nicht mitnehmen. Alter Schwede. Chipstüten will ich gar nicht. Müsli-Riegel ja. Aktivkohle brauche ich nicht. Verbände ja.
Mini-Saints her damit. So, gucken wir mal, dass wir uns hier durchschauen. Oh, das war knapp. Sehr gut. So muss das. Was haben wir hier? Eine Bratpfanne brauche ich nicht. Da liegt aber noch was. Schlagring bräuchte ich zwar, aber nun gut. Es geht auch ohne. Ach du Scheiße. Es geht auch ohne. Was war das denn jetzt bitte? 5 ist Antibiotika. Nehmen wir das Ganze mal. Wieder auf die Schlagwaffe. Und ab dafür. Dann gehen wir hier nochmal ins Haus rein. Stirb. So, dann denke ich, werden wir zu Sonnenuntergang auch in die Safe Zone kommen. Da ist nichts in der Mülltonne drin gewesen. Das sieht man ja beim Vorbeigehen. Ja, ist gut. Dann hast du mich halt gesehen. Komm rein. Kannst du rausgucken? Ich bräuchte... Ätzend. Ätzend. Kruger 22. Ich bräuchte aber auch zum anderen die Schaufel. Naja, egal, komm. Kommt jetzt rein? Kommt die angerannt? Nee, kommt sie nicht. Sehr gut. Der kann stehen bleiben, der Geselle. Nägel, Crafting-Material brauche ich nicht. So, schauen wir mal, was hier die Post noch für uns offen hält. Haben wir auch ab und zu mal gute Drops. Guck dir das mal an hier. Jo. Ja, für die Leute, die es verpasst haben, weil sie arbeiten mussten mit dem Livestream oder so. Wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal sein. Seid auch da froh, dass ihr die ganzen Probleme nicht mitbekommen habt, weil doch, das sind schon einige gewesen, bin ich ehrlich. Und ja, es ärgert mich immer noch, wenn man doch einen Vorabend noch getestet hat, extra geupdatet hat und bla und hopsasa und es funktionierte, warum denn in der ja fast schon fertigen Version dann doch so Probleme aufgetreten sind. So, nochmal das Handy in die Hand, E-Mails kontrollieren. Okay, es sind nur die allgemeinen Probleme hier, diese Versuchen einzusenden, Werbung, bla und hopsasa. Es geht jetzt wieder auf Weihnachten zu. Wir kennen es ja. Aber der Romert hat sich zu Weihnachten mal eine Grafikkarte gegönnt. Oh, dann gehen wir mal hin und fangen mal ein bisschen an zu laufen hier. Um einiges mehr werden, was wir hier an Nahrungsmittel uns noch besorgen. Und um einiges mehr, was wir hier an EP noch rauskratzen müssen. Auf jeden Fall, der Charakter hier muss auch hochkommen. Bin ja froh, dass sie die Doppel-EP, nee, Dreifach-EP ist es ja, noch so lassen. Schon recht nice.
dass wir da momentan sehr, sehr arg gut von profitieren können. Und deswegen will ich auch, dass wir, beziehungsweise dass ich, will am Wochenende losziehen und wirklich mal los eiern und mal Plätze zu finden, wo sich's auch lohnt, die EP da zu bekommen. Wie gesagt, eben beim Livestream, wo die Runde gemacht haben. Wir sind von der Safe Zone hier gestartet. Erster Anlaufpunkt war hier so eine kleine Farm, so ungefähr. Frosty Pines, Wetterstation, Richtung Nordmilitärbase, haben ein paar Straßensperren mitgenommen und all solche Geschichten. Da sind wir von da aus hier runter, Echoes Compound, Smallville, Richtung Camp Splinter, hier die Straßensperre am damaligen Ex-Tunnel, hier Oak Mountain Rest Stop. Haben hier die Straßensperre mitgenommen, hier die Straßensperre mitgenommen, sind durch Rocky Ford und dann hier an der Safe Zone haben wir uns ausgeloggt, wo ich dann Richtung PvP gestartet bin. Ja, und dieser Gang hat allein über 10.000 EP mir zusammengebracht und boah, super geil, super geile Ausbeute, was das Ganze geht, obwohl ich da eigentlich gar nicht so viele Zombies gelegt habe, wenn ich ehrlich bin. Hab hier größtenteils alles den Leuten überlassen, die noch gar keinen Charakter irgendwie hochgeskillt hatten. Und deswegen hat mich das total gewundert, da doch so viel zusammen zu haben. So, letzter Schluck vom Energy Drink hier. So, und dann will ich gleich auch gucken, ob wir da angekommen sind, das Ding hier schnell zusammenschnippeln. Das Ding rendern und dann auch fett auf meinen Kanal hochladen. Und ja, dann werden wir jetzt am Wochenende da noch losrackern. Ich hoffe, wir schaffen da noch, boah, bis morgen Abend so ein, zwei Folgen zu kriegen. Dann kommt zwar nicht zur gewohnten 1 Uhr in der Nachtzeit, sondern ein bisschen später. Weil, wie gesagt, mir sind die Folgen komplett ausgegangen. Ich weiß ja jetzt gar nicht mehr hinterherzukommen. Die Woche ist so viel passiert. Zum einen, wie gesagt, habe ich krank zu Hause gelegen. Mich ein paar Tage gar nicht bewegen. Zum anderen, hier das Update auf Version 2, dass wir aber nicht uns selber spoilern wollten, sondern erst im Livestream großartig da Lootrunden drehen wollten. Beziehungsweise ich habe mich fast dran gehalten. Bin mit dem Winz mal eine kleine Strecke gegangen, aber habe noch nicht alles erkundschaftet. Und den Rest werden wir auf jeden Fall in Aufnahme machen. Also ihr werdet auf jeden Fall die ganze Karte noch zu Gesicht bekommen für die Leute, die nicht auf Infestation verzichten wollen, aber zurzeit nicht spielen können. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, und zum anderen, wie gesagt, ich hänge komplett nach mit Aufnahmen. Ob es Minecraft ist, ob es dies ist, ob es das ist. Ich muss eigentlich einen Aufnahmemarathon starten. So, Infestation endet dann meist immer so, dass wir da mehrere Stunden am Stück unterwegs sind. Und Minecraft ist momentan immer so eine kurzfristige Geschichte, wo ich dann eine Stunde aufnehme oder anderthalb, wo ich ein paar Folgen, so zwei, drei, vier Stück zusammenbekomme und müsste dann nachproduzieren. Für mich ist es einfach, oder wäre es viel besser, am Stück mehrere Stunden aufzunehmen. Wie gesagt, hier Infestation als Beispiel. Hab da meine 15 bis 20 Minuten Folgen, je nachdem, wie sich das gerade zu schnammschnieden lässt, zusammenschneiden lässt. Und ja, bin damit dann gut bestückt, ne, wenn man dann mehrere Stunden am Stück unterwegs war. Da hat man so 2 Wochen erstmal, was Infestation angeht, seine Ruhe, kann sich vielleicht um andere Projekte kümmern oder andere News einholen, dies und das und jenes, bla, hopsa, tralala. Und das macht schon viel aus. So, das Ganze will ich auch beibehalten. Klar, wenn sich das irgendwann mal von der Zeit her anbietet, dass ich vielleicht auch mal 2 Folgen am Tag raushaue oder ein bisschen mehr, ein bisschen länger, tralala, hast du nicht gesehen. Aber für mich wäre noch interessant, jetzt bald mal ein neues Projekt anzufangen. Ich habe mir da so ein, zwei Spieltitel noch ausgeguckt, genauso wie ich ja eigentlich noch Sleeping Dogs weiterführen müsste. Da müsste ich aber wirklich mir Themen ausdenken, die ich in einer Aufnahmesession da über verschiedene Szenen drüber plappern kann, weil, wie gesagt, durch die Musikwiedergabe in-game, obwohl ich eigentlich ausgeschaltet habe, macht YouTube mir da ein bisschen Stress und das muss nicht sein. So, aber apropos neue Projekte bzw. Quests und so weiter. Ich hatte ja die Tage oder im Livestream erwähnt, dass verschiedene Quests hier gar nicht gehen. So, jetzt haben wir eben hier unten diese Quests
mal ausprobiert, jemanden geheilt und die beiden Quests konnten wir abschließen. Munition in den Safe-Zonen aber nicht. Du kannst zwar diese komische Mülltonne, die dir da grün dann aufgeploppt angezeigt wird, also wirklich grün umrandet, aber du kannst kein Untermenü öffnen, wo du halt Magazine einfügen kannst und ja, das macht es praktisch unmöglich, diese Quest abzuschließen, genauso wie diese Rotwildjagd. Also es könnte sein, dass die vielleicht in-game implantiert wurden. Wir haben es aber noch nicht gefunden und sind es nicht über den Weg gelaufen. Wenn da einer schon irgendwas weiß, vielleicht diese Quest abgeschlossen hat und weiß, was man da machen könnte, meldet euch. Ihr wisst, ich bin über jede Hilfe dankbar. Und sei es auch nur ein kleiner Tipp, was weiß ich nicht was, dass wir da weiterkommen. Hier für diesen Charakter auf jeden Fall interessant, weil jetzt für dieses Heilen zum Beispiel, ne, da musst du nur ein Schmerzmittel bzw. ein Antibiotikum benutzen, kriegst du, ja, 100 EP. Ne? Das sind 200 EP, einfach mal so, Cash in the Tash, ohne großartig da 5 bis 10 Zombies zu klatschen, ist doch sehr nice. Sehr, sehr nice. So, jetzt sind wir auch hier in der Safe Zone angekommen. Da vorne steht übrigens so ein Container, den ich meinte. Das ist hier so eine Munitionskiste, die, wenn ich die Quest ausgewählt habe, komplett grün umrandet. So wie man Items blau umrandet findet, ist das hier die grün umrandete Tonne. Da, wo ich praktisch zwar per Radialmenü anwählen kann, wie jetzt hier zum Beispiel die Workbench, also die Werkbank, ne? Aber es tut sich nichts. Es tut sich einfach nichts. So, 89 Dollar Reparatur ist noch okay. Wollen wir mal nicht meckern. Ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, wie viele EP wir uns hier zusammengefeigtet haben. Ja, schlecht wäre es natürlich nicht, noch ein paar große Rucksäcke zu finden, oder? Was meint ihr? Damit wir hier in unseren Loot-Gängen auch mal die Nahrung, die wir eigentlich brauchen, verbrauchen, ins Inventar bekommen. So, jetzt fressen wir uns hier gerade noch voll. Gut. Und dann fangen wir mal an, hier unsere Fundstücke, die Fundstücke der Woche, so einigermaßen zu verteilen. Zwo. Das kommt weg. Na komm, zieh schon rüber, was ist denn los? Hier die Müsli-Riegel kommen weg. Das Stemmeisen als Schlagwaffe kommt weg. Der Nagelstreifen. Und dann werden wir mal hier ganz kurz und ganz bündig, zack, die Ladestreifen rausholen. Haben wir hier irgendwelche, hier zum Beispiel, genau, die können wir zusammenfügen. Haben wir hier eine 45er? Ne, haben wir nicht. Okay, dann können wir sie so da reintun. Die Waffen können schon mal weg, damit ich hier nicht zigtausendmal hin und her switchen muss. So, haben wir hier 7 Kugeln übrig. Schwupp. So, der Rest kann drin bleiben. Jetzt loggen wir aus. Ich bin sowas von gespannt, wie viele EP wir jetzt in den Clan dran gemacht haben. So, 3, 2, 1 und natürlich die Ladezeit, die es braucht, um auf den Charakterbildschirm zu kommen. Oh, das ging mal diesmal fix. Oh. Was ist denn da los? Talentbaum. Was haben wir denn? Oh, 2500 EP. Oh, ist schon ein bisschen was. Ja, wichtig, wie gesagt, hier dieser Skill zum Rennen. Kommen wir schon einigermaßen weit. Können wir hier noch irgendwas skillen? Nein, aber das hier können wir skillen. Ganz wichtig. Haben wir keine 300 EP mehr. Gut. Ja, ein bisschen was haben wir bekommen. Ne, Kohle ist auch soweit noch okay. Könnte ein bisschen mehr sein. Ich hoffe, das kommt auch über die Zeit denn halt mal. Und gucken wir mal kurz, was so die öffentlichen Server sagen. Wie voll die sind. Boah, so ein paar Leute sind da drauf. Wir haben vorhin den Server mit irgendwie 75 Mann oder so gehabt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. So, und dann gucken wir mal hier auf den S öffentlichen Testumgebungen. Dürften eigentlich gar nicht mehr. Was, siehst du? Die gibt es gar nicht mehr. Auf den hier bin ich gewesen. Ah, doch, hier. Jetzt gibt es. Was ist das für eine Logik? Oh, so voll sind die gar nicht mehr, ne? Aber ja, lohnt sich auch momentan nicht wirklich. Neuerungen gibt es da nicht drauf. Na gut, also wie gesagt, ein Charakter will ich mir hier hochziehen für PvP. Die anderen, ja, schauen wir mal. Je nachdem, vielleicht auch so nach und nach.
Werde aber weiterhin mit den Main-Account unterwegs sein, um Loot-Runden zu machen, zumindest was Private-Server angeht, Aufnahmen und so weiter. Aufnahmen, wenn ich allein unterwegs bin, kann ich auch mal mit den Charakteren hier einloggen, je nachdem. Oder halt, wenn die Leute darauf Bock haben und ich die anderen Charakter soweit ausgeskillt habe und die Karte soweit auswendig kenne, können wir auch mal mit denen hier los. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für über 150 Abonnenten und vielen Dank, dass ihr mein Gelaber, mein nerviges Getue, Gemache, wie auch immer, seit 200 Infestation-Folgen ertragt. Und ja, auch Minecraft geht langsam auf die 200 zu. Da werde ich mir aber auch noch was einfallen lassen. Und ja, ich denke mal ein bisschen was anderes, wie beim letzten Mal die 100. Folge, die da eigentlich so ziemlich in die Hose gegangen ist. Ne, aber auch da, man hat was vor, will da was Special aufnehmen und die Server streiken, ganz Minecraft kackt ab. Und naja, jetzt sind wir aber nicht in Minecraft, sondern bei Infestation. Wie gesagt, Livestreams werden in naher Zukunft noch folgen, Projekte mit der Community zusammen auch. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr meine Community seid. Und wie gesagt, nochmal von Herzen vielen, vielen Dank. Facecam ist auch bald mit an Bord. Und ja, wie schon einer sagte, ich hoffe nicht, dass da die Illusion vom bösen Dr. Romiat dann so durch den Schatten geschmissen wird. Ich passe eher in die Kategorie Pietsmiet vom Aussehen, ne? Also, erwartet nicht zu viel. Und bis dahin sage ich einfach, Leute, haut rein. Auf die nächsten 200 oder mehr Folgen und auf die nächsten Projekte mit euch zusammen. Livestream oder auch Community Events. Also macht's gut. Tschüss.